Man kann ja vieles benutzen, ohne dass man so genau weiß, wie das eigentlich geht. Aber wenn man etwas wirklich verstehen will, dann muss man reingucken. Der Blick von außen allein reicht nicht. Klaus Kiefer zum Beispiel guckt sich neue Materialien von innen an. Er ist Physiker am Helmholtz-Zentrum in Berlin und Spezialist für magnetische Wechselwirkungen. Was hier im Modell noch halbwegs übersichtlich aussieht, ist in natura oft viel komplexer und vor allem immer wieder anders. Jeder Kristall, jeder neue Werkstoff hat sein ganz eigenes Innenleben. Bei dieser kleinen blauen Probe sieht man von außen hier gar nicht an, dass da drin so viel los ist. Da sind kleine Magnete, die bei Raumtemperatur vollkommen ungeordnet sind, bei tiefen Temperaturen aber Ordnung zeigen. Wenn ich jetzt an einem dieser Magneten wackle, dann sieht man das wunderbar, dass ganz viele andere Magneten auch wackeln. Das liegt nicht etwa daran, dass ich jetzt an dem ganzen Aufbau wackle, sondern nur an der magnetischen Wechselwirkung. Und wenn man sich jetzt im Kleinen anschauen will, wie diese innere Ordnung unseres kleinen Kristalls aussieht, kann man das mit Hilfe von Neutronen feststellen. Neutronen sind Bestandteil des Atomkerns, zusammen mit den Protonen, und drumherum schwirren die Elektronen. Neutronen sind neutral, daher der Name. Der Vorteil? Sie gehen durch viele Materialien einfach hindurch, durch Metall zum Beispiel oder Beton oder auch Biologisches, und bringen so neue Erkenntnisse. Klaus Habicht arbeitet vor allem mit besonders langsamen Neutronen, also solchen, die erst einmal gekühlt werden und dann nur noch um die 1000 Meter pro Sekunde drauf haben. Für Neutronen das reinste Bummeltempo. Damit möglichst wenige der kostbaren Teilchen auf dem Weg zu den Experimenten verloren gehen, haben die Wissenschaftler ein eigenes Tunnelsystem entworfen. Mit speziellen Spiegeln auf der Innenseite, die die Neutronen auf Kurs halten. Neutronen werden von der kalten Quelle 50 Meter an diese Monochromatorposition geführt, über sogenannte Neutronenleiter. Das sind super verspiegelte Glaskanäle. Die Neutronen treten hier aus dem Neutronenleiter aus, treffen auf den Monochromator und werden dann in Richtung Probe fokussiert. Die Probe befindet sich hier im Zentrum dieses Zylinders, und von den gestreuten Neutronen lernen wir über Bewegungsvorgänge in der Probe. Sie sind also ziemlich praktisch, diese Neutronen. Allerdings auch schwer zu kriegen. Denn die Neutronen sitzen ziemlich fest drin im Atomkern und lassen sich nicht gerne stören. Freie Neutronen müssen mit großem Aufwand hergestellt werden. Hier kommt der Forschungsreaktor BR2 ins Spiel. In ihm werden durch Kernspaltung freie Neutronen erzeugt, und zwar ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke. Mit Energiegewinnung hat das nichts zu tun. Darum hat der Berliner Forschungsreaktor auch keinen Druckbehälter und die Temperaturen sind niedrig. Bei Stromausfall schaltet er sich von selber ab. Messzeit an den Experimentierstationen ist sehr begehrt, denn weltweit gibt es nur eine Handvoll solcher Neutronenquellen. Die Wissenschaftler kommen daher aus aller Welt zum Helmholtz-Zentrum, um mit den Berliner Neutronen zu forschen. Über 300 Experimente werden hier im Jahr durchgeführt. Und es gibt nicht nur die Neutronenforschung. Als einer der wenigen Standorte weltweit bieten wir den Nutzern von Universitäten und anderen Einrichtungen hier die Möglichkeit, zwei Sonnen zu nutzen. Das heißt, die Forschungsneutronenquelle BR2 und die Synchrotronstrahlungsquelle oder Lichtquelle BESSI2. So können Sie beispielsweise an Solarzellen die Struktur mit Neutronen ganz genau anschauen und können auf der anderen Seite mit der Synchrotron- und der Lichtstrahlung an BESSI2 Grenzflächenprozesse in solchen Solarzellen aufklären. Effizientere Solarzellen, bessere Speicher,
Neue Werkstoffe, von Supraleiter bis Medizintechnik. Auf die Neutronenquelle BA2 warten noch viele neue Aufgaben.